Ja dann, hallo und herzlich willkommen in die Runde und willkommen im Frankfurter Volksbankstadion zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Auswärtsspiel am Samstag um 14 Uhr beim VfL Osnabrück. Ein herzliches Hallo auch an unseren Cheftrainer Roland Frabeck. Und bevor wir zu den Fragen kommen, noch ganz kurz ein Blick auf die Verletzten-Situation. Dennis Streker fehlt ja bekannterweise mit einer Innenbanddehnung. Ansonsten drei Spieler in Reha. Stefan Maderer, Naum Gebru und Leon Hammel. Maurice Deville ist bereits wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, was mich auch gleich zu meiner ersten Frage bringt. Roland, mit dem Verletzungspech, da hatten wir ja doch zumindest, was die Stammspieler angeht, geht einigermaßen Glück bis jetzt. Es könnte auch schlimmer kommen. Ja, es könnte definitiv schlimmer kommen. Ich denke, wir sind von großen Verletzungen bisher verschont geblieben. Wir haben immer wieder kleinere Blessuren, Spieler, die mal vielleicht für ein, zwei, drei Tage fehlen. Jetzt in letzter Zeit ist es eben Stefan Maderer und Maurice Deville gewesen, die erstmal ein ordentliches Reha-Programm absolvieren mussten, um jetzt wieder einsteigen zu können. Maurice hat das jetzt diese Woche schon geschafft. Stefan ist noch nicht so weit. Also insgesamt große Verletzungen ausgeblieben. Kleinere Blessuren, die zum Fußball dazugehören, haben wir immer wieder. Aber das hält sich noch im Rahmen. Blicken wir aufs Sportliche. 7 Spiele in Folge ungeschlagen. Die vergangenen 4 Heimspiele in Folge gewonnen. Aber wir bleiben auf dem Boden. Die Saison ist ja noch lang. Ja, klar, bleiben wir auf dem Boden, weil es ist... Es ist eine Momentaufnahme, es ist eine gute Phase, die wir haben, nach der schlechten, die wir zu Beginn der Saison hatten. Von daher können wir das, denke ich, auch ganz gut einordnen. Und wenn man sich die Liga anschaut, die Tabellenkonstellation, dann hat der 16., glaube ich, 16 Punkte, 4 weniger als wir. Und der 3. hat 21 Punkte. Also von daher muss man wissen, man kann auch in der 3. Liga mal ein Spiel verlieren, sogar auch mal 2 hintereinander verlieren. Das wirft einen dann ein paar Plätze zurück. Und wenn man dann 2 am Stück gewinnt oder so wie wir jetzt eine Serie hat, dann kann man auch ganz schnell nach vorne kommen. Und deswegen ist es wichtig und auch richtig, sich erstmal wirklich auf dem Boden der Tatsachen zu halten und das Ganze nicht überbewerten, sondern von Spiel zu Spiel denken, die gute Phase, die wir jetzt haben, mitnehmen, daraus zerren natürlich auch. Es gibt uns viel Selbstvertrauen und von daher ist es für uns einfach wichtig, von Woche zu Woche zu denken und sich nicht mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, die noch weit in der Zukunft liegen. Genau, jetzt am Samstag geht's nach Osnabrück, der VfL-Tabellenzweiter, vor allem wegen seiner Heimstärke. Was kann man da für ein Spiel erwarten und wie kann der FSV vielleicht sogar seine Serie ausbauen? Bestenfalls. Ja, wenn du es weißt, dann gib mir einen Tipp. Gerne. Nein, Osnabrück ist eine sehr heimstarke Mannschaft. 6 Heimspiele, 4 Siege, ein Unentschieden, nur eine Niederlage. Ich denke, das spricht für sich. Ist eine Mannschaft, die, denke ich, auch sehr vom Publikum dort getragen wird. Ist ein sehr lautstarkes Publikum, das die Mannschaft zu jeder Phase des Spiels unterstützt. Und ich denke, das wird auch in dem Spiel gegen uns der Fall sein, dass sie die Mannschaft nach vorne pushen werden. Davon dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen. Ja? Wir haben in dieser Saison schon Spiele gehabt, wie in Chemnitz beispielsweise, wo wir uns in der zweiten Halbzeit dort beeindrucken lassen haben von der Kulisse, die dann plötzlich kam nach 2, 3 Standardsituationen. Also wichtig ist, dass wir das nicht einschüchternd betrachten, sondern dass uns das auch pusht. Ja? So eine große Kulisse dann auch in der 3. Liga, für mich eines der stimmungsvollsten Stadien in dieser Liga. Und hinzu kommt, dass Osnabrück eine sehr, sehr große Mannschaft ist, körperlich sehr, sehr starke Mannschaft ist. Der kleinste Spieler am letzten Wochenende war 1,81 Meter. Der hieß komischerweise groß oder heißt groß. Ja. Und alle anderen sind im Durchschnitt ca. 1,87, 88 groß. Also wir müssen besonders bei Standardsituationen sehr, sehr wach sein. Auch lange Einwürfe gehören oder ist ein Mittel vom Gegner. Und das sind Situationen, wo wir einfach wach sein müssen, wo wir dagegenhalten müssen. Und auf der anderen Seite spielen sie eben so ein klassisches 4-4-2 flach, wo wir, denke ich, gute Lösungen dagegen haben, wo wir mit Ball auch gute Lösungen finden werden und auch im Anlaufverhalten gute Lösungen haben. Aber wichtig ist, dass wir uns eben nicht beeindrucken lassen, sondern dass wir uns wirklich dieses Spiel als Highlight-Spiel betrachten und uns pushen, dahin zu fahren,
mit einem ganz klaren Auftrag, auch dort wirklich einen guten Fußball zu spielen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit wieder groß, ein gutes Ergebnis einzufahren. Und über Osnabrück hinaus interessiert uns ja auch das nächste Highlight, beziehungsweise die Kollegen hier in der Runde interessiert sicherlich auch noch ein kurzes Statement von dir zu unserem Spiel gegen die Eintracht in genau einer Woche hier im Frankfurter Volksbankstadion. Ja, ich denke, das ist für alle fußballinteressierten Menschen hier in der Stadt ein besonderes Spiel ist, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Ich glaube, dass das sehr interessant sein wird, sich anzuschauen. Im Vergleich hier diese Stadtrivalen, dann auch wenn es erste gegen dritte Liga ist, ist trotzdem immer interessant. Wobei ich mir über dieses Spiel noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Erstmal ist Osnabrück und das andere kommt danach. Aber ich freue mich drauf, gerade weil man sich gegen Erstligisten messen kann. Das ist für unsere Jungs natürlich eine Herausforderung. Da wollen wir uns natürlich auch beweisen. Aber erst kommt das Spiel gegen Osnabrück und dann eben die Eintracht. Und jetzt kommen wir zu euren Fragen. Mikrofon wird gerade eingeschaltet, wenn es denn Fragen gibt. Kurzes Handzeichen, ihr kennt das Prozedere. Und dann kommt auch schon das Mikrofon. Udo Moas, freier Journalist, heute für die Neue Osnabrücker Zeitung hier. Ja, hallo. Frage also an den Trainer. Verbindet Sie irgendwas mit Osnabrück? Waren Sie schon mal da? Gibt es eine Bilanz? Treffen Sie irgendwelche Bekannte? Ich war einmal mit... jetzt muss ich überlegen, was die U18, ich glaube mit der U18-Nationalmannschaft haben wir dort gespielt gegen Holland. Wir haben dort 1-0 gewonnen gegen Holland. Also das ist jetzt meine einzige Erinnerung oder meine einzige Begegnung mit dem Stadion Osnabrück. Wie lange ist das her? Gute Frage. Das ist, müsste so 2012 gewesen sein. Udo, du bist doch der Statistikexperte. Das ja, findest du doch bestimmt U18 hatte ich jetzt auch noch nicht drauf. Also, es hat übrigens in dieser Paarung noch nie einen Auswärtssieg gegeben. Ist das für Sie motivierend, das den Bann zu brechen? Ja, motivierend in dem Sinne nicht, aber es ist vielleicht dann mal an der Zeit. Ja. Deswegen ist es gut, dass wir nicht zu Hause spielen, sondern dann in Osnabrück und dass wir das mal drehen können, diese Statistik. Okay, danke. Manuel Schubert, Frankfurter Rundschau. Du hast ja gesagt, dieser Lauf jetzt aus den letzten Wochen ist eine schöne Momentaufnahme. Jetzt am Wochenende könntet ihr mit einem Sieg sogar auf dem Aufstiegsplatz klettern. Wäre das auch nur eine nette Momentaufnahme oder dann doch ein bisschen mehr schon? Das wäre auch nur eine nette Momentaufnahme, weil die Liga ist so eng, dann bist du mal einen Spieltag Zweiter, Dritter, aber mit einer Niederlage hinten dran bist du sofort wieder Fünfter, Sechster, Siebter, Achter, wie auch immer. Von daher wollen wir uns wirklich nicht mit Tabellensituationen beschäftigen, sondern uns geht es einfach darum, diese gute Phase, die wir jetzt gerade haben, so lange wie möglich beizubehalten, so lange wie möglich eben dann auch davon zehren, Punkte zu sammeln, weil wir wissen alle, dass es dann irgendwann auch mal eine andere Phase geben wird und wenn du dir ein kleines Punktepolster schaffst, dann ist es schon mal gut, dann kannst du eben negative oder schlechtere Phasen besser überstehen. Und von daher ist es nur eine Randnotiz für mich, dass falls wir dort gewinnen sollten, was brutal schwer sein wird, aber falls wir dort gewinnen sollten, dass wir dann für einen Spieltag Zweiter sind. Ich denke, das ist dann nett anzusehen, wenn man sich die Tabelle anschaut, aber mehr auch nicht dann. Ich wollte noch Fragen zu Massimo Ornatelli. Ist der wieder komplett fit? Der hat ja einen ziemlich dicken Verband gehabt am Samstag. Ja, Massimo war angeschlagen, hat heute aber... die Einheit mitgemacht und wird morgen das Abschlusstraining mitmachen und ich denke und gehe davon aus, dass er dann auch am Samstag spielen wird. Aber heute hat er zum ersten Mal trainiert, diese Woche, oder? Genau, heute zum ersten Mal. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich sehen wir uns in Osnabrück und kommende Woche gegen die Eintracht hier im Frankfurter Volksbankstadion. Bis dahin, tschüss.